So, guten Tag, ihr Eierköppe. Willkommen hier im 15. Teil bei Boost Driver Gold. Wir sind hier wieder am Start mit dem geilen Scheiß und fahren jetzt als nächstes die Linie 19 oder hier steht Bus 19, keine Ahnung. Some Great City. Geht 8 Minuten. Schauen wir einfach mal, was da so geht. So, das sind 5 Haltestellen. So, hier geht's jetzt auf die Street. Wenn wir hier rechts abbiegen. Hier diesen Bus kann ich mich gar nicht erinnern, dass wir den schon mal gefahren haben. Keine Ahnung, was das darstellen soll. An manchen Bussen kann man ja erkennen, was es in etwa darstellen soll. Zum Beispiel diese normalen Stadtbusse sollen es wahrscheinlich ein Citaro. Ach, hier müssen wir Citaro darstellen oder Lion City. Und die Reisebusse, keine Ahnung, Traveco oder irgend sowas. Also von daher, da kann man immer so ein bisschen schätzen, was das darstellen soll. Aber bei dem hier, keine Ahnung. Sieht aus wie so ein Touri-Bus irgendwie. Okay, gucken wir hier mal quer rüber. Da der da hinten steht, der Bus hier rechts. Das könnte so ein Citaro darstellen. Aber die haben ja, glaube ich, hier gar keine Lizenzen im Spiel für irgendwelche Marken. Weil auch auf so Werbeschildern hier in dieser Stadt, in dieser fiktiven Stadt, sind immer nur Werbeplakate meist von SCS Software. Hier oder von dem Spiel selber, hier Bus Driver oder sowas. Da ist keine Werbung von irgendwie so anderen Firmen. Haben die dann höchstwahrscheinlich keine Lizenzen für das Logo und alles gekriegt. Euro Truck Simulator 2. Die haben ja Lizenzen von MAN, Scania und DAF, glaube ich. Oder DAF oder wie man es auch aussprechen will. Aber ich glaube, Mercedes haben sie auch nicht. Verstehe ich auch nicht immer so ganz, warum diese Firmen dann sich immer so anstellen, solche Lizenzen rauszugeben, weil das ist ja eigentlich nur Werbung für die. Wenn du so ein Gerät von denen da auch fahren darfst, zum Beispiel in so einem Game oder irgendwie, keine Ahnung, Werbeplakate hängt, das ist ja dann eigentlich wie Werbung für die. Aber mein Gott, sind sie selber schuld. So, da kommt jetzt gleich nach der Ampel hier, glaube ich, die nächste Haltestelle. Wir sind aber auch schon hier 30 Sekunden zu spät. So, Obelix, Square, Berkeley und Thunderstead. In 4 Minuten sind wir in Thunderstead, letzte Haltestelle. Ist aber gleich wieder raus, ich dachte, da hinten können wir irgendwo rausfahren. Aber wir müssen jetzt schon an der nächsten Haltestelle sein.
Oh Mann, ey, diese blöden Ampeln. Ich glaube, in jeder Folge habe ich mich mindestens einmal über diese Ampeln aufgeregt jetzt. Echt zum Kotzen. Wer ruft denn da? Wenn man hält jetzt ins Maul, geht los. Ich wollte klingeln. Klingeln, ne? Rede eine Scheiße. Guck mal, das hätte ich so. Ah, Mann! Jetzt wollte ich gerade Gas geben, dann ist rot geworden. Eine Minute zu spät schon. Wahrscheinlich in dieser fünften Reihe hier von den Farben, die man auswählen kann. Filtern jetzt, machen jetzt noch die fünfte fertig und dann noch die sechste und dann war es das auch. Da müssen wir mal gucken, ob wir dann überall Gold haben. Ansonsten können wir dann noch die Folgen, wo wir kein Gold haben, nochmal, oder die Fahrten, wo wir noch kein Gold haben, dann nochmal machen. Boah, jetzt gibt es ja jetzt auch in heute in 2 Wochen, glaube ich. Also zu dem Aufnahmezeitpunkt. Heute in 2 Wochen ist der letzte Tag vor den Ferien. Also sprich, jetzt in 2 Wochen hätte ich schon Ferien. Ja, Sommerferien dann 2 Wochen. Das wäre scheiße. Nee, 6 Wochen. Und ja, da schauen wir mal, was wir da so machen. Und dann geht's dann in die, für mich in die 10. Klasse danach. Und dann ist es doch nicht mehr lange in der Schule. Wenn ich überlege, wie schnell jetzt das 9. Schuljahr rumging, ist das schon Wahnsinn. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, in welcher Klasse ihr seid oder keine Ahnung, was ihr für einen Beruf momentan macht oder Ausbildung. Würde mich mal interessieren, was es da so für Fraktionen gibt. Ah, oh, scheiße. Da habe ich jetzt gerade gepennt, habe ich nicht gesehen, dass die grün wurde und dann war ich zu spät. Anderthalb Minuten hier schon zu spät. Was ist denn das für eine Kacke hier? Ich stehe hier geradeaus. 1256 Punkte haben wir. Mein Gott, die Haltestellen sind immer weit auseinander. Mein Gott, 2,5 Minuten.
Aber das ist jetzt hier die letzte Haltestelle. Sunderstead. Glaube ich zumindest. Genau, Sunderstead. So, dann schauen wir mal, was wie die Fahrt war. Aber hier fast 4 Minuten, 3 Minuten 20 zu spät. Boah, wir haben 0% Zeitbonus bekommen. Das ist ja wohl eine Sauerei. So. Dann City Contactor Linie 16. Aber da geht irgendwie, glaube ich, nicht hier durch die Innenstadt. Naja, schauen wir mal. Die Fahrt werden wir nicht zu Ende kriegen in dieser Folge, aber könnt ihr dann in der nächsten Folge wieder einschalten und die Fahrt hier zu Ende schauen. Ich glaube, das ist hier früh am Morgen, so wie zumindest hier die Sonne aussieht. Western High School, Lisbon Grove, Kilburn, Canonbury, Bexleyhead und Williston. Das ist die letzte Haltestelle in 7 Minuten 21. Aber diesmal müssen wir hier abbiegen. Guck mal, jetzt sind wir noch zu früh sogar. Das kommt ja hier selten vor. So, an der nächsten Haltestelle ist die Endhaltestelle dieser Folge, nämlich ja, das Ende der 15. und dann geht es dann mit der Fortsetzung dieser Fahrt hier in der 16. Episode oder halt Folge oder so weiter. Jetzt sehen wir hier wieder eine Ampel. Was ist das denn hier? So, also, ich sage bis zum nächsten Mal in der 16. Folge und tschüss.